Eine Dode Milage-Rekrutin hat Shuris Techniker begleitet. Sie heißt Ayo. Wir haben nichts von ihr gehört und sie war nicht in dem Erpressungsvideo. Vielleicht finde ich sie. Danke, Geliebter. Der Tracker ist live, aber das Signal der Prinzessin ist schwach. Sie muss durch den Höhlenpass in den Untergrund gegangen sein. Aber Klaues Leute verfolgen sie. Einer seiner Trupps steht zwischen euch und ihr. Ich kümmere mich darum. Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir bieten die nicht gegen den Black Panther auf. Wir werden gehen. Verlasse diesen Ort oder stirb. Dafür sorgen, dass Klaues Männer das Kulturerbe nicht dauerhaft beschädigen. Die Gruppe, die die Prinzessin verfolgt. Jetzt nicht mehr.
Türen wird schwächer. Der Höhlenpass führt durch dieses Tor. Wir sind fast beim Tempel. Ich gebe Bescheid, wenn wir wieder auftauchen. Verstanden. Du hättest Prinzessin Shuri sagen sollen, dass wir ihr folgen. Du denkst anders? Nur jetzt oder bei allem anderen auch? Ich spüre, dass du etwas sagen willst, Captain. Die Prinzessin schien einen Plan zu haben. Und ich werde dafür sorgen, dass dieser Plan meine Schwester nicht umbringt. Hey, schon okay. Ich will, dass alle das hier überleben. Dann sind wir uns ja einig. Okoye. Was ist Shuris aktuelle Position? Seit einigen Minuten unverändert. Etwa 500 Meter vom Tempel entfernt. Ja! Irgendein Zeichen von Ayo? Noch nicht. Geduld, Geliebte. Mein König, die Prinzessin ist reingegangen. Verstanden. Noch nicht, Pantherjunges. Er wusste, dass wir kommen. Kümmert euch zuerst um meine Männer. Yeah.
Ich kenne einen anderen Weg. An der Rückseite des Tempels ist noch ein Eingang. Ich werde diesen Tempel komplett räumen. Hey, wann hat Wakanda zum letzten Mal eine normale Hintertür ohne Fallen gebaut? Du bleibst nicht unbesiegt, wenn du es dir zu leicht machst. Touché. Wir sind da. Auf der Säule, da müsste ein Ziel sein. Thank you.
Die Tür ist offen. Bruder, was machst du hier? Oh, sollten Sie nicht allein kommen, Prinzessin? Beeilung, rein! Das hab ich gehört. Warum bist du noch hier? Ich konnte dich nicht allein gehen lassen. Was, wenn ich das Mädchen finde, bevor Sie da sind, Panther? Hm? Bruder, ich kann nicht glauben, wie wenig du mir vertraust. Ich misstraue ja nicht dir. Waren Sie etwa zu dieser Party eingeladen? Lassen Sie sie gehen! Mein Vater kam in ihr wunderschönes Land, als ich noch ein Kind war. Er hatte von dem mythischen Vibranium gehört. Und anfangs hörte Black Panther auf meinen Vater, zeigte ihm Wakanda. Lassen Sie sie frei! Mein Vater bat um ein Mittel zur Rettung seiner sterbenden Nation. Aber der Black Panther hat ihm das Vibranium einfach verweigert. Ihr Vater hat nicht gebeten. Er hat verlangt. Er hat gedroht. Und Azuri der Weise sagte Nein. Oh, er hat nicht einfach nur Nein gesagt, Eure Hoheit. Er schlitzte meinem Vater die Kehle auf und ließ ihn lebendig verbluten, genau da, wo Sie jetzt stehen. Dieser Panther ist tot. Also müssen Sie herhalten. Sie und mit Ihnen Ihr Volk. Nein! Bruder, was war das? Alles weg! Klaue! Bringt es zu Ende, Jungs! Dieser Psychopath hat sie getötet und ist getürmt. Leben Sie wohl, süßer Prinz. Shuri! Wo bist du? Wo bist du? Hast du sie getäuscht? Bring dich in Sicherheit! Come on.
Shuri, ich... Dachten Sie wirklich, es sei vorbei? Ich brauchte nun mal eine Versicherung. Okoye, wir kommen nach Hause. Meine Schwester muss medizinisch versorgt werden. Ja, Geliebter. Und hole die Angehörigen der Labortechniker. Das werde ich. Klaue wird dafür bezahlen. Versprochen.